17 und das Wetter ist ein Desaster. Aber die Laune ist gut. Und wenn Sie diese Melodie hören, dann wissen Sie, was die Stunde geschlagen hat. Ja! Yeah. Wir sind hier zum Kochen mit Freunden. Und hier ist der Mann, um den Sie gehen, Markus Koch! Man könnte fast sagen, eigentlich wie auf der Couch, nicht wahr? Mit Alexander Müller am Klavier. Oh, bei 150 Milliarden Augen von Ihnen möchte ich heute Abend eigentlich zwei Sachen wissen. Einmal möchte ich verstehen, was Sie machen. Und der zweite Punkt ist, ich würde auch gerne wissen, und ich glaube, das interessiert viele, die auch ein bisschen aktiver beim Trading sind, wie dieser massive Boom bei passiven Investments und bei quantitativen Strategien, wie das die Motorik des Marktes und das Verhalten des Marktes auch mit verändert. Ich sage, das Ding ist einfach leer. Moment. Also die Idee, die wir uns ausgedacht haben, war folgende. Wir haben gesagt, wir nehmen eine Zigarre und eine Flasche Wein und in dem ersten Überraschungspaket war eine Zigarre und eine Flasche Wein. Oh. Ja. So, weil wir fest davon überzeugt waren, wenn wir einen risikoinversen Fondsmanager einladen, der nimmt natürlich sofort die Kiste und dann hätten wir praktisch bei ihm das leer gehabt, was jetzt dann auch der Fall ist und so weiter, ist also aufgegangen. Das ist schön, dass du es nochmal erklärt hast. Naja, ja. Die Menschen denken sich Wahnsinn. Damit wird er jetzt zwei Wochen lang nicht fertig. Was? Erstes Gewinnspiel. Also, das vorbereitet? Ja. Dann erzähl du. Nee, ich hab's nicht vorbereitet. Du hast nichts vorbereitet. Also, wir haben ja einige Fragen hier gehabt und Matthias meinte, hast du eigentlich irgendwas von der Wall Street, was du aufopfern würdest? Ja? Und jetzt gibt es so zwei Sachen, und ich habe, als ich die eingekauft habe, sieht das eigentlich relativ schäbig, ne? Weil das sieht eigentlich ziemlich mitgenommen aus. Das liegt aber daran, dass diese Mütze älter ist als ich. Ja? Als der Dow Jones 1999 das erste Mal die Marke von 10.000 durchbrochen hat, hat der Vorstand der New York Stock Exchange, Dick Grasso, von der Galerie oben Mützen aufs Parkett geworfen, also limitierte Auflage. Dow 10.000 Mütze. Das ist auch die einzige, die ich habe. Und ich habe mir überlegt, die gebe ich jetzt einfach weg heute Abend. Ja, das ist der Sharing Economy. Ja. So. Also, dass es unter Umständen gar nichts mit Regulatorien zu tun hat oder Regeln zu tun hat, dass man nicht prognostizieren darf, sondern dass ihr das eigentlich gar nicht wollt, um diesen Fetischcharakter um praktisch so bei der Stange zu halten, ne? So ein bisschen anzufüttern. Also, du willst jetzt sagen, dass wir eigentlich alle hier, die wir an der Börse sind, einen Fetisch haben. Das ist so, das steht da drin und.